Puh. Warum ich mir das nochmal antue, ich weiß es auch nicht. Und mit den Worten, meine Freunde, begrüße ich euch zu OMSI 2 Hamburger Bisspaket Add-on. Ja, lange ist es her, dass wir OMSI 2 mal wieder angefasst haben. Obwohl, so lange kann es eigentlich gar nicht her sein. Weil, oder wann kam Mallorca raus? Mallorca kam vor einem Jahr, vor zwei. Ich glaube, Mallorca war noch das, was ich noch mal gezockt hatte. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Nun ist es aber so wieder soweit. Es sind in der Zeit sowas von dermaßen viele Add-ons rausgekommen, die alle sehr viel Geld kosten. Und der Zufall sollte es jetzt aber so gewesen sein, dass mir Aerosoft dann an der Stelle mir einen Key für das Hamburger Bus-Paket mitgeschickt hat. Da haben wir gedacht, naja gut, komm, schaust du mal rein. Dabei sind mir erstmal zwei Dinge aufgefallen. A, es wäre vom Vorteil, wenn man die Hafen City dafür hat, weil dafür ist es ausgelegt. Es geht zwar außerhalb, aber dann halt ich im vollen Umfang. Und B, ja, alles mal so neu konfigurieren und so. Nun, Endeffekt vom Lied war, eigentlich wollte ich es erst nicht machen, jetzt habe ich mir dieses Hafenpaket gekauft. Dank eurer Unterstützung. Und habe alles neu eingerichtet. Fun Fact, das Seitec-Lenkrad mit der Seitenkonsole und den Dingern geht nicht 100% geil, aber es geht. Wir gucken mal, wie sich es in-game so verschafft. Das Hamburger Buspaket beinhaltet drei Busse. Einmal diesen fünftürigen Schlenki-Bus, der größte seiner Art, den es wohl hier in Deutschland gibt. Dann gibt es den noch in der normalen Ausführung, sprich mit einer Tür weniger und den Arsch nur so bis hierhin. Und dann gibt es den noch in der süßen, normalen Kompaktversion, so ungefähr mit hierhin. Wir haben mir gedacht, komm, nicht lumpen lassen, gleich mit dem größten Bus fahren. Durch die Hafen City haben wir natürlich noch irgendwie diese Hybrid-Elektrobusse da hinten, aber wenn es gut bei euch ankommt, dann zeige ich euch auch gerne dieses Hafen City Addon mit diesen Hybridbussen oder so. Naja, erst mal gucken, ob überhaupt noch jemand OMSI bei mir schauen will. Denn ich habe durch Kollegen und so gemerkt, ja, wann habe ich das letzte Mal aktiv OMSI gespielt? Also OMSI 2 Zeiten, wo das so aktiv war. Die Community ist ganz schön toxisch geworden. So untereinander und so. Ne, deswegen so ein Kindergarten, der sich ja manchmal ja, das will ich auch nicht haben. Meine Freunde, ich habe keine Ahnung, wie, wo, was, zu tun ist. Ich würde sagen, weil ihr OMSI capture das ja mittlerweile nicht. Ich hoffe, die Performance geht in Ordnung. Ich habe OMSI Hafen City Best Performance Profil gewählt. Weil OMSI, ja, hat immer noch so seine Probleme mit, ja, ich weiß auch nicht so, was das ist. Also irgendwie noch nicht so wirklich koscher geworden, meines Erachtens nach. So, wir haben hier Addon Hafen City LI6, würde ich behaupten. Und bling, blang, blung. Endhaltestelle auf dem Sande und Anfang ist Bohrweg Pause 3. Das ist eine Umlaufstrecke. Dann haben wir aber noch Hafen City 100, Linie 111. Die geht vom Bahnhof Altona bis Scharlik Allee Ank 1 um 8.32 Uhr. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren einfach mal die Linie 111. Ich habe keine Ahnung. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich den Umlauf wüsste. 22, ihr seht den ja leider Gottes nicht. 22.101 und Bahnhof Altona geht's los. 22.10. Achso, das steht sogar da. Ich muss es mir nicht mehr merken. Ist es Wahnsinn. So, warte, wir machen mal die Elektrik an. Hab ich den Knopf dafür? Ne, der war's nicht. Elektrik ist an. Was ist so eigentlich so atemberaubendes Neues an diesen Addon? Ich habe davon keinen Plan, ne? Aber dieses neue Cockpit da vorne, das soll wohl der neueste Shit sein aus dem Jahr 2017. Wäre noch nie so verbaut gewesen, etc. pp. Und das ist, ja, ist in der Tat richtig, würde ich mal fast behaupten. Sieht auf jeden Fall sehr modern aus. Ne? LED, Screen und schieß mich tot. Und alles, ist das alles Dings, ja? Mehr alles nicht, aber, oder? Ne, alles nicht, nur halt das Ding damit. Also ist nicht komplett LED. Aber sieht auf jeden Fall geil aus. Macht der Arctros nämlich auch so. Alles mal kurz nach links und nach rechts und dann ist es wieder da. Schöne Sache. Ich würde sagen, wir... Oh. Ja, das ist nämlich so das, was ich an OMSI liebe. Also so Hassliebe. Ja. Ne, Moment. Ah, okay. Gut. Ich hatte nämlich gedacht, es ist abgestürzt. So. Dienstanmeldung 15.06.
Nutzerrechte werden geladen, das ist sehr schön. Ist diese Dienstnummer korrekt? Durchaus möglich. Da kann ich nichts dazu sagen. Meine Umlaufnummer ist die 22101. Fahrt in 22 Minuten nach Shanghali Allee. Das ist durchaus möglich, würde ich sagen. So, dann haben wir den ganzen Spaß hier. Ich weiß gar nicht, sind die mittlerweile, die müssten ja eigentlich mittlerweile so modern sein, dass die, ja, wunderbar, muss ich nichts mehr einstellen oder irgendwas. Du Scheiße, wie sieht denn das aus? Einsetzer, Umlauf, okay, 21 Minuten, irgendwas mit 8.30 Uhr sind wir das hier. Altona, ja, doch, ja, okay. Gut, interessanter Fahrplan. Ich habe natürlich erweitert, Kurzstrecke, Nahbereich, Großbereich, Gesamtbereich, Ganztag, Kind, Garskarte, Kind, Gruppe. Bahnhof Altona. Ja, Storno, Pause, Hauptmenü, irgendwas. Okay. Da würde ich mal sagen, kann ja nicht so schwer sein. Nee, ich wollte jetzt eigentlich eher innen. So, zack, Dankeschön. Hier setzen wir mal den. Ach, der Weg noch so Klimperding. Naja gut, wenigstens Eurostadt D-Mark. Ja, das hier oben ist die Klimaelektronik. Ich würde einfach mal sagen, da ich absolut keinen Plan habe, ich habe mal das Handbuch durchgelesen. Ich verstehe es nicht. Kühlen müssen wir eigentlich. Nee, so ein bisschen Frischluft wäre nicht schlecht. Und ja, das soll einfach mal Auto machen. Auto schadet nie, sage ich mir da. Einfach automatisch regeln lassen und gut ist, ne? Okay, dann würde ich einmal sagen, er ist jetzt natürlich auch wieder sehr praktisch, Vollhung. Wir sind hier am Betriebshof. Kriege ich das so hin, zu Bahnhof Altona zu fahren? Ne, wir machen das mal kurz anders, sicherheitshalber. Bam. 688 Bahnhof, RTA Bahnhof Altona. Hier 111, ne, da müssen wir von die 111. So, dann laden wir mal kurz nach. Weil ich starte immer so von dort, ne, wie gesagt, OMSI und Realismus ist genauso wie bei Realismus und LS. Nur so zur Dings. Ich gebe mal die beste Mühe, aber versprechen kann ich natürlich trotzdem nicht. So. Dann schalten wir da nochmal ein, gucken wir mal hier den Umlauf an, blablabla, so. Der ganze Spaß müsste ja eigentlich noch eingestellt sein, oder? Jo, ist noch eingestellt. Aber wenn er jetzt hier natürlich nichts mehr kennt, ist ganz klar. 1506 Eingabe. Und da würde ich sagen, Hauptmenü. Dienstnummer ändern, Liniennummer manuelle, nö, Dienstende, ja. Gut, dann melden wir uns ja hier nochmal an, 1506. Dass wir das hier irgendwie so angezeigt kriegen, ja, die Dienstnummer wird korrekt sein. Und meine Umlaufnummer ist die 22101 Eingabe. Ja, jetzt sieht das nämlich schon wieder gut aus. In 19 Minuten müssen wir also 18:30, dann würde ich sagen, was weiß ich, 18, 10, 23, wir machen mal 25 und so, da haben wir noch 6 Minuten. Ich würde sagen, fahren wir mal, so, ich komme auch immer wieder aufs falsche Ding. Ach ja, im Übrigen, natürlich Hamburger Bus mit Zwickauer Kennzeichen, wer kennt's nicht. Muss auch mit am Start sein. So, jetzt starten wir hier ganze 9 Minuten rum. Ich bin ein Profi, würde ich sagen. Das Ding läuft. Wir drücken auf die Bremse. Moment, den hier würde ich gerne. Dann würde ich gerne das. So. Das hier losmachen. Und. Brauchen wir noch Licht? Ich hab's einfach mal an, ne? So. Also noch haben wir keinen Unfall. Also dass hier irgendwo die Bullen rumstehen. So. Also hört ihr so, irgendwie habe ich hier da und so. Naja. Dann ziehen wir mal hier langsam rum. Wir haben nämlich einen sehr langen Bus.
ich denn hin? Muss ich hier rennen? Weil ich würde, ich sag mal so, ungern. Ja, ich meine, wir können da vorne hier rumdrehen. So ist ja 111 SHA. Ich glaube, das ist er. Ich glaube, Bahnhof Altena. Ja, das ist er definitiv. Gut. Wie war das da nochmal? Ich glaube, ich muss den hier. Ah ja, genau. Da muss ich den hier. Moin. Moin. Halt ganz schön, ne? Boah, ich glaube, die Türen gehen von alleine zu. War das nicht irgendwie so, ne? Und warte, noch mal sicher von außen gucken. Naja, die gehen dann alle wieder von alleine zu, nur die vorderste. Okay, verstehe. Verstehe, so halbwegs verstehe. So. Mal gucken hier, dass wir das ja irgendwie mit den Spiegeln so halbwegs hinkriegen, weil ich habe keine Ahnung, wie die Leute das machen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, so. Also sehe ich die Spiegel und alles wenigstens noch ein bisschen, aber sehe ich ja auch im Endeffekt nach Trieb nicht mehr. Also so. Ich sehe zwar, die stehen hier, klar, machen aber auch ne. Nix. Also von daher wird das irgendwie schon passen. Ich würde sagen, wir drehen die Uhr nochmal 2 Minuten vor, dass es hier halb ist. Jetzt kommt es angeschissen. Vielen Dank. Hallo. Hallo. So, Menschenskinner. Ich würde sagen, 2 Minuten vor der Angst können wir ruhig mal losfahren, da wird keiner mehr kommen. Das heißt, ich muss den Button hier drücken. Ne, den muss ich definitiv nicht drücken. Ach nee, Alter. Ich muss den Button hier drücken, genau. Dann muss ich das hier raus machen. Und ha. Ja, würde sagen, müsste das jetzt alles so laufen, wie ich mir das vorstelle, hoffentlich. Ich hab da keine Gewehr drauf. Oh Gott. Was ist denn los? Wo muss ich denn hier hin? 111 Depot M? Ja, das musste sein. Das meine ich halt so mit dem Bremsen. Der macht das nämlich alles ein bisschen, wie soll ich sagen, hart. Also, oder härter in dem Fall, ja. Ich glaube, wir müssen einfach mal da lang. Was soll schon schief gehen? Nächste Haltestelle, oh ja. Rathaus Altona. Boah, das passt, das passt. Das passt, würde ich sagen, das passt. Weil dieses Ganze hier, Radun, Radung, Radang, Radching, das ist halt, der erkennt halt nur 100% Gas, für meine Gefühle, und 100% Bremse. Also Omsi, bei diesen, also das G25, was ich vorher hatte, das hab ich leider nun nicht mehr, weil es ist leider kaputt gegangen. Da hatte der das sanfter unter Kontrolle, aber hier bei den Seitec. Ja, chill, euer Lärm, ist doch gar nicht passiert! Ist doch gar nicht passiert! Menschenskinder! Chillt euer Lärm! Chillt euer Leben! Gar nicht passiert! Guckt euch eher das mal an! Da krieg ich schon wieder die Krise, ihr Pinneberg! Ja, Hauptsache, ich hab hier alles, ne, so alles wichtige Dings, also Fernlicht und Co. hab ich alles auf dem Lenkrad, ne? So, müssen wir geradeaus? Ah, müssen wir. Sehr schön. Können wir hier rüber? Sehr freundlich. So, ist eine echt große Scheibe, muss man sagen, ne, also, ach, das war knapp, sah das für mich so ein bisschen aus. Mein Körper macht das nicht mehr mit. Was macht das nicht mehr mit, da kann ich auch nichts dafür. Sie fahren so schlecht, dass die Passagiere aussteigen wollen, da kann ich absolut nicht verstehen. Ich kann halt leider aus dem Bus hier nicht weiter rausheben. Ne? Das ist so das absolute Maximum hier.
Es ist halt... Entschuldigung. Bei so einer riesen Buslänge ist das, ich sag mal, minimal unangebracht, aber nö, gut. Wir müssen mal so ein bisschen gucken, weil ich muss den rechten Spiegel im Blick haben. So, können wir mal ein bisschen Gas geben? Ich muss noch... Natürlich müssen wir wieder bei Rot anhalten, ist ja klassisch. So. Nee. Gut, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Ja, stehen jetzt diese Profis, stehen jetzt alle wieder dort und wollen aussteigen, oder was? Nee, einer will aussteigen, zwei wollen aussteigen. Naja, also kann es ja schon mal gar nicht so schlecht sein. So. Immer dieses Rumgenörgle, ey. Mensch, jetzt geht noch eins. Dann wollen wir gerade mal so im Allgemeinen gucken hier in den Optionen. Ich habe schon, ja doch, Fahrschein-Dings erweitert. Das ist ganz klar. Ja. Ja, doch. Das ist... Das passt. Ja, das passt. Das passt eigentlich alles. Nur, dass ich den Spiegel ja nicht so richtig sehe. Aber, weil, oder wenn ich den dann sehe, ich brauche ja nur ein bisschen so beispielsweise. Den sehe ich aber links wiederum nicht mehr. Ich glaube, das war schon immer so. Separate Spiegel konntest du hier nicht einstellen. 16 Minuten, wir haben schon eine Haltestelle angefahren. Das ist gut. Wären die Ampeln auch mal grün? Danke. What the hell? Alles klar, da gehen wir mal kurz an die Tür auf. So, fahren wir es los, bevor der Ampel wieder rot wird, danke. Das ist halt so das Problem, wenn die Seitenkonsole zu tief hängt. So. Gut, dann würde ich sagen... Rathaus Altena. Och nee, das ist aufregend. Moment, och. Oh, die dümmste Idee, das Ding da unten so dran zu machen. Moin. Morgen, warum halten das so in dem Bus? Kann ich gar nicht nachvollziehen. So, So, machen wir mal weiter. Danke, dass Sie gewartet haben, junger Mann. Was weiß ich, wo ich hin muss? Ich muss rechts rum. Gut. Hier nein, da nein, da nein, ne? Also hier rum, so auf Deutsch. Nächste Haltestelle, Elbeberg. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, wir kommen da ein bisschen über den Bordstein. Ja... Nur so ein bisschen. Also, ne? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Ein bisschen. Naja. Ne? Ein bisschen auf jeden Fall. Kommen wir hier. Na gut, das ist eine E-Spursche Dings. Da sollte eigentlich nichts passieren. Ja, jetzt stellen wir mal, so nichts passiert. Mensch, ins Kinder rein. Da war mir klar, dass das wieder passiert hier. Ja. Oh, was wieder klar, dass sowas hier passieren muss. So. Ich glaube, wir halten immer mal so bitte hier den rechten Spiegel auf Trab. Der beschleunigt aber richtig gut, der Bus. Muss man wirklich sagen. So.
nicht mal guten Tag oder so, ne? Das ist halt Fremdsprache. So. Nächste Haltestelle. Neumühler-Kirchenweg. Gut, Hauptstraße. Ach, du Heimann. Sind die Straßen überhaupt für sowas ausgelegt? Also für solche Busse? Alles klar. Warum hängen wir? Oder an was hängen wir? An da soll auch schon was hängen. Ist durchgedreht, passt schon. Ja, alles in Ordnung. Hab alles unter Kontrolle. Ja. Mal ein bisschen Bogen hier kriegen. Musste das jetzt sein? Mensch, schön, ihr Leben. Mensch, das ist aber auch enge hier in euren Hamburg. Hafen City hier, hör da auf! Hafen City hier, Kleinmann City ist das! Menschenskinner! Ist es nicht raus oder was? Da wirst du wahnsinnig dabei! Das sind die längsten Busse, die wir da haben! Ist das, aber dann passt's nicht! Mei, du! Komm, Drehzahl nach unten, Drehzahl nach oben. Mensch, ins Kinder nach eins hier. Oi. Alter. Sind wir denn zu spät oder zu früh? Wir sind schon eine Minute zu früh. Ne, drüber sind wir. Eine Minute sind wir schon wieder drüber hier durch den Aktien. Jetzt mal mit dem Kleinbus vorne, da sind ja kaum Leute drin. Nächste Haltestelle. Kreuzfahrtterminal Altona. Oh. Von mir aus, das ist ja auch noch in Ordnung. Ach du Scheiße. Kopfsteinpflaster. Der Griech lässt grüßen. So, wo jetzt wieder rechts rum? Kann ja was werden. So, ab. Bleib stehen. Wie kann man so empfindlich sein? Ist doch alles gut. Was hab ich denn jetzt hier getroffen? Nicht. Also wirklich nicht. Zart gebremst oder was? Das sind aber auch wieder hier die schlauesten Fahrer. Passt. Ja, sowas meine ich. Wisst ihr, hier solche Vollidioten meine ich. Mercedes-Fahrer. Sieht jedenfalls wie ein Mercedes aus. Oh, Gottes Willen. Beep, beep.
Da kriegst du ihn zu viel, ne? Da kriegst du wirklich ihn zu viel. Weiter rüber geht aber auch nicht. Nee, jetzt raus. Ja. Ach, halt die Schnauze. Menschenskinder noch eins. So, ja. Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. So. Oh, kriegst du ja Krämpfe doch von hier. Komm, hau die nächste Ansage. Nein. Nächste Haltestelle, Große Elbstraße. Alles klar. So. Gerade Strecken, kein Problem. Diese engen Dinger, ja, wird's problematisch. Bei so einer Parksituation hier, ich habe mich nicht unerlaubt entfernt. Es ist nicht passiert. Das ist ein großer Unterschied, Herr Wachtmeister. Hey! Fahren? Junge, wenn ich dich gerade sehen würde, frisst ein Big Mac und halt den Rand. Hab ich hierher gehört, dass da mehr auf der Rippen ist. So, was denn jetzt los? Hier, Rolf. Guten Morgen. Morgen. Nächste Haltestelle, Sandberg. So. Geht's jetzt hier noch weiter, würde ich gerade sagen. Oh, so, wir holen jetzt mal extra weit aus. So, dass schon keiner hier aufregen kann. Musste das jetzt sein? Er chillt dein Leben. Hey, könnt ihr überhaupt Bus fahren? Du sollst deinen Big Mac fressen, hab's gesagt. Hallo. Hi. Guten Morgen. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Aha. Du siehst mir dann gefallen, Kleine. Wenn sie ein bisschen doller bremsen tut, hätte sie dann das Maul. Danke. Könnten wir mir mal bitte einen ausdrucken? Ich möchte Bus fahren. Ja, wer 18, dann kannst du Bus fahren. Ich hätte gerne noch etwas Wechselgeld. Ja. Was ist los? Ach nee. Danke. Danke. Du mir, du. So, weiter geht's hier. Menschenskinder, wir haben die erste Fahrkarte verkauft. Eine Göre, aber wir haben das erste Fahrkarte verkauft. Nächste Haltestelle, Fischauktionshalle. Das ist eine wichtige Haltestelle für alle, die mal Fisch oder neu oder immer brauchen. Ja, chill doch dein Lehm. Hast du gesehen, wie lange ich auf der Bremse war, oder? Um so sanft wie möglich zu bremsen. Hallo. Einmal Kurzstrecke. 1,50 Mark, bitte. Ja. Also, Busfahrer damals in Albersch haben immer gesagt, was willst du, hau ab, wenn du so einen Schein hingelegt hast, aber passt schon. Das ist jetzt aber zu wenig, oder? 2, 4, 6, 8, 10, Abfahrt. Mädchen. Tun so, als hätten sie alle keine Zeit, ne? Dann los, mach die Türe zu!
Haltestelle. Weber Mühlenbeck. Oh, du Schei. Nee. Haben wir auf jeden Fall noch. Wir fahren aber einfach noch an der Reeperbahn vorbei. Also schon mal eine sehr schöne Sache. Meine Freunde, wir haben die ersten 30 Minuten von dieser Folge hinter uns. Wenn wir die 10 Minuten, ich starte den Bus, abziehen, deswegen jetzt auch eine halbe Stunde, meine Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Es wird grün. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, ob wir lebend ankommen. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Bis dann, haut rein. Peace and out.